Okay, Leute, ich bin gerade auf dem Weg zu unserer Mission, denn wir müssen die Tochter des Barons finden und ich bin geritten und so weiter und so fort. Und jetzt bin ich auf einem Boot, wir müssen nämlich über den See und schaut mal, was hier links auf der Map ist. Schaut mal, oben rechts ist die Map und da seht ihr, da ist irgendwas Geiles, ein Schatz oder so. Und ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit und wir jumpen einfach mal rein und schauen uns den Spaß hier an. Hexersinne, da unten, da ist irgendwas Geiles, hoffentlich viel Geld. Problem ist nur, ihr seht da diese beiden, diese komischen Schallwellen, die da sind, das sind Gegner. Und das ist nicht so geil, denn ich muss jetzt natürlich genau in dem Moment rein, wo die nicht sind, weil wir können unter Wasser nicht wirklich kämpfen. Deswegen warte ich jetzt mal kurz, bis der Punkt da weg ist und dann jump ich einfach mal rein. Ich würde sagen, jetzt eigentlich, ja, schwimme in die Richtung, genau. Kann ich den abschießen? Nee. Da! Schau ich den an. Ja, ich schieße ihn ab. Warte mal. Ihr habt den gerade gesehen, da. Da sind sie alle. Kommen die hier auch aufs Boot drauf? Nee, ne? Die chillen da. Ey, wisst ihr was, Leute? Ich glaube, die gehen da halt auch nicht weg. Die kreisen da einfach rum. Aber von hier oben die zu treffen. Man sieht die hier halt gar nicht, ne? Also ich sehe da gar nichts. Man hört sie immer so ein bisschen. Dann sind sie auch schon wieder weg. Ah, das ist gerade ein bisschen. Aber ihr wisst ja, wie ich bin. Ich mach das einfach. Ich jump jetzt hier einfach rein. Und taub. Und taub. Alter, okay, da ist der erste Hit. Okay, da ist der zweite Hit. Okay, wir müssen sie aus dem Wasser rauslocken, sonst haben wir keine Chance. Die machen es. Oh, machen die viel Schaden, Alter. Da kommen uns so Fische. Komm, gib Gas. Gib Gas. Können wir Backkartoffeln. Oh, die können wir sogar unter Wasser essen. Backkartoffeln unter Wasser essen. Ich muss die hierher locken. Weil das ist jetzt aber tricky. Komm, geh aus dem Wasser. Da kannst du jetzt. Ich kann es nicht aus. Okay, so. So, ich muss die Viecher irgendwie da rauskriegen. Wie machen wir das jetzt am besten? Hier so. Komm her. Kommt her. Da ist einer. Da hinten sind sie. Aber ich krieg die da. Da kommt der auf mich zu. Komm her, komm her. Komm zu mir. Den muss ich da wegkriegen. Der kreist da die ganze Zeit rum. Oh ja, er kommt. Er kommt. Oh, kommt der schnell. Oh Gott, kommt der schnell. Alter. Okay, komm. Nein, nicht umdrehen. Komm her. Boah, okay, jetzt. Jetzt. Hol den Schatz da. Oh Gott. Einmal hier rum. Aber die kommen da nicht ran. Da. Okay, ich hab irgendwas. Ich hab alles. Okay, ich hab alles. Alter, ich hab voll den geilen Scheiß und Zutaten. Oh Gott. Jetzt raus. Nichts hier raus. Ja. Das ist so geil, Alter. Schade finde ich nur, dass man unter Wasser nicht so richtig kämpfen kann. Also das ist schon sehr eingeschränkt, leider. Aber was haben wir denn da gerade eingesammelt? Ich habe es gar nicht gesehen, weil es so schnell ging. Wir schauen mal ins Inventar, was das geil ist. War hoffentlich was richtig wertvoll. The fuck? Alter, eine Mondklinge? Wie viel Schaden macht unser Ding? Alter, mit 3 Verbesserungsslots, kritischer Trefferbonus, jeden Zeichenintensität, Chance auf Einfrieren, wie fucking awesome die auch aussieht. Alter, das hat sich richtig gelohnt. Vor allem, jetzt können wir unser Silberschwert verkaufen und ihr wisst, wie viel wert die sind. Schaut mal, ohne 138 ist das Ding wert. Alter, okay, das hat sich schon mal gelohnt. Dann hier bestimmt irgendein Brief. Die lesen uns vielleicht mal alle irgendwie mal durch. Und dann hier nix. Also ich sehe zumindest nichts. Ich schau mal hier noch. Blumen. Okay. Da bestimmt noch irgendwas dabei. Ihr könnt ja zurückspulen und es mir in die Kommentare schreiben. Das wäre super nett, weil ich weiß es echt nicht. Ich weiß echt nicht. Und jetzt reite ich mal weiter zu. Ich weiß gar nicht genau wohin. Ich folge einfach meinem GPS. Wir sehen uns gleich. Bis dann. Alter Leute, schaut euch das mal an. Was ist das? Wie viele das sind? Oh Gott. Das sind ganz viele Neckler. Ich will euch das nochmal ganz kurz zeigen. Ich bin hier gerade vorbeigeritten und dachte, was ist das denn hier für eine. Eine ganze Siedlung ist das. Komm, wir schießen einfach mal da rein. Ah, wie viel Schaden nehmen die eigentlich? Oh, da kommt wieder einer. Die machen mir auf jeden Fall sau viel Schaden. Okay, weg hier. Weiter geht's. Boah, oh Gott, da vorne ist schon wieder. Wildhund. Pferd. Gib Gas. Alter, Leute, ich muss hier weg. Okay, Leute, wir sind gleich da. Ich schwimme jetzt hier über so einen Fluss, weil ich habe jetzt gar nicht genau gesehen, wie man hier rüberkommt. Da ist ein Dockarbeiter. Und da. Ich zeige euch einfach so ein bisschen die Umgebung, einfach damit ihr es auch mal seht, wie krass das einfach nur alles ist. Die Stimmung auch. Unfassbar düster. Ich sehe hier echt schlecht.
Und hier sind wir beim Hafen von Oxford, wo wir ja tatsächlich schon waren. Glaub ich. War es nicht das mit der Hure und so? Mit dem Puff? Ich glaube schon. Hier ist richtig Betrieb. Okay, und das ist auch schon unsere Missionsziel. Okay, cool. Schon was passiert. Ich suche Tamara, die Tochter des blutigen Barons. Dein Bruder hat gesagt, dass sie hier ist. Wojtek schickt dich, Fremder? Woher sollte ich sonst wissen, wo sie ist? Warte kurz. Ich hol sie sofort. Was ist mit der Katze? Du suchst mich? Lol. Und wer bist du? Hat mein Vater dich geschickt? Ich dachte schon, die Katze redet. Um zu sehen, ob du noch am Leben bist. Ach ja, ich bin Geralt von Riva. Ich bin ziemlich lebendig und mir geht's bestens, Geralt von Riva. Besser als je zuvor in meinem erbärmlichen Leben. Jetzt hast du mich gesehen, nun leb wohl. Warte. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Deswegen bin ich hierher geritten? Für die Antwort? Du hast vollkommen recht, auf deinen Vater wütend zu sein, aber er sorgt sich um dich. Ich hab recht. Herzlichen Dank. Es tut ja so gut, die Zustimmung seines Handlangers zu haben. Und mein Vater sorgt sich nur um seinen nächsten Rausch. Wisst ihr, was witzig ist? Die ist unsympathisch und die erste hässliche Frau in diesem Spiel. Ganz ehrlich. Geht mir hart auf den Sack, ey. Ey, er ist ein Idiot, aber das stimmt halt auch. Eigentlich müsste ich beides antworten. Naja. Er ist kein Heiliger, das steht fest. Aber ja, okay. Er lässt in der gesamten Provinz nach euch suchen. Ich glaube, momentan scheint ihm nichts wichtiger zu sein, als dich und deine Mutter zu finden. Ich kenne böse Menschen. Er gehört nicht dazu. Zu schade, dass er erst jetzt so viel Interesse an uns zeigt. Besonders an meiner Mutter. Ihm ist klar geworden, dass er einen Fehler begangen hat. Ich will ihn nicht verteidigen, aber ich glaube, er hat erkannt, was er getan hat. Und was ihr ihm bedeutet. Wie schön. Ich werde daran denken. Ich hau dir gleich einen ins Gesicht. Bist du den ganzen Weg gekommen, nur um mir das zu sagen? Ja, tatsächlich bin ich das und deine Stimme ist schon... Wojtek sagt, deine Mutter hätte seltsame Zeichen an den Händen gehabt und sie wurde von einem Monster in den Wald verschleppt. Stimmt das? Wir sind in Richtung Fluss geritten. Plötzlich schrie meine Mutter auf, krümmte sich und fiel fast vom Pferd. Ich ritt zu ihr und sah, dass ihre Hände brannten. Und dann sprang eine Kreatur aus dem Wald. Ich wusste nicht, was es war und es brüllte so laut, dass meine Nase blutete. Sie warf Bäume um. Noch nie hatte ich so große Angst. Das Ding schnappte sich meine Mutter und verschwand im Wald. Ich wollte hinterher, aber die Pferde scheuten. Jetzt weiß ich nicht mal, ob sie noch lebt. Das Viech werden wir definitiv besiegen müssen. Ich möchte nicht herumschnüffeln, aber ich weiß, dass deine Mutter eine Fehlgeburt hatte. Alles seine Schuld. Er hat sie geschubst und sie fiel hin. So fing alles an. Wir waren allein, niemand half uns. Überall Blut. Die schrecklichste Nacht meines Lebens. Es tut mir leid. Muss schlimm für euch zwei gewesen sein. Mutter stand unter Schock. Sie schrie, es sei besser so und dass sie das Kind nie wollte. Sie muss Fieber gehabt haben und hat die ganze Zeit über geblutet. Sie wollte das Kind nicht? Sie sagte, sie würde sich eher den Bauch aufschlitzen, als noch ein Kind von ihm zu bekommen. Okay. Was hast du jetzt vor? Meine Mutter suchen. Du weißt aber, dass das nicht einfach wird. Ich bin nicht so dumm zu glauben, dass ich es alleine schaffen könnte. Ich habe Freunde, mächtige Freunde. Ja, ja, ja. Sie werden mir helfen. Natürlich doch, natürlich. Jetzt bin ich mal gespannt. Komm, hau mal deine Freunde raus. Wer sind diese Freunde? Es sei denn, das ist geheim. Ist es nicht. Schon mal vom Kult des ewigen Feuers gehört? Durch einen Priester konnte ich Kontakt zu den mutigen redanischen Hexenjägern aufnehmen. Sie werden mir helfen. Deshalb die Kerzen in deinem Zimmer. Du glaubst also an das ewige Feuer? Sobald die Wärme des Feuers dein Herz berührt, verleiht es dir Stärke und führt dich den Rest deines Lebens auf dem Weg der Wahrheit. Ich hoffe, es segnet dich eines Tages mit seiner Wärme. Danke, aber die Sache mit dem Feuer ist nicht so einfach. Man kann sich schnell verbrennen. Oh shit. Ohne Spaß, die sieht einfach aus wie ein Lappen. Wetten, die kann nicht kämpfen. Ich sag's einfach. Was ist mit deinem Vater? Mit wem? Ach, dem. Ist mir egal.
Ich gehe nicht zu ihm zurück. Dieser Teil meines Lebens ist vorbei. Ein Hexer. Sieh an. Hätte nie gedacht, dass der Baron jemals einen Monsterschlechter anheuern würde. Aber du sollst gut im Aufstöbern von Dingen sein. Der sieht genauso unsympathisch aus. Was ist das hier für ein Haus, Alter? Erstmal, wer bist du? Schön, dass du weißt, wer ich bin. Aber du hast dich mir nicht vorgestellt. Graden. Hexenjäger im Dienst seiner königlichen Majestät Radovid von Redanien. Oh. Sicher hast du schon von uns gehört. Ja, ich erinnere mich dunkel. Schick dich der blutige Baron, seine Tochter zu suchen. Du wirst scheitern. Finde dich damit ab. Wie schön, dass du an mich denkst. Aber Tamara kann ihre eigenen Entscheidungen treffen. Wie großzügig. Ein Auftragsmörder, der seine Beute zum Wohle einer anderen aufgibt. Die Jäger und der Kult des ewigen Feuers danken dir. Der Baron hat einen Hexer angeheuert, um seine Tochter zu suchen. Interessant. Ja, das ist ziemlich interessant. Wohin bringst du sie? Tamara muss sich ausruhen. Sie hat Schlimmes erlebt. Wenn sie durch die Wärme des ewigen Feuers ihre Stärke zurückerlangt hat, können wir ihre Mutter suchen. Bevor du gehst, dein Vater bat mich, dir das hier zu geben. Clara? Vater hat dich gebeten, mir Clara zu geben? Amüsant, dass er mich mit einer Erinnerung zurückgebracht hat. Sag ihm, dass er eine ruinierte Kindheit so nicht wieder gut machen kann. Auf Wiedersehen, Hexer. Danke, Alter, dass du mir die Verzieh Wahl dich endlich. Hast und mich nicht zwingst, zu diesem Tyrannen zurückzukehren. Okay, lauf einfach weg. Hoffentlich weißt du, was du tust. Leb wohl. Nein, nicht und leb wohl. Glück. Verzieh dich, verpiss dich. Mein Gott. Alter, Leute, hat euch das nicht auch so aggressiv gemacht gerade? Boah. Puh. Alter, das ist lecker, Maul, heißt Katze. Das ist eine ganz anstrengende Person. Oder eine Stimme oder was auch immer. Boah. Danke. So, ich raub jetzt erstmal eure Bude aus. Das steht schon mal fest. Komm, geh jetzt hier mal hoch, Geralt. Und jetzt wird hier mal richtig so hier, zack, Zutaten. So, Alter, jetzt wird hier alles mal wegsnackt. Oh, eine Truhe, das gefällt mir. Jawohl, eine Tabakpfeife. Oh, shit. Das ist doch hier ein schönes... Was ist hier noch? Nee, nicht... Das ist der Bauer da. Was macht der hier? Okay, warte mal. Da hinter der Mauer ist auch noch was. Da ein Schwert, irgendwas. Hier, zack. Die ganze Bude wird ausgeraubt. So, da ist noch eine fette Truhe oder was auch immer. Schau mal hier. Ah, und da auch noch ein fetter Schrank. Jawohl. Was war's? Keine... Da. Okay. Ah, da ist auch noch was. Ey, ich nehme hier alles. Okay. Na gut. Sprich mit... Oh, jetzt muss ich wieder zurückreiten. Boah, das geht bestimmt über Schnellreise, oder? Also sonst... Den ganzen Weg nochmal reiten. Es war zwar irgendwie ganz geil, aber ich hätte jetzt gerne auch mal ein bisschen. Warte mal, das ist auch noch was. Eine Tabakpfeife. Okay. Warte, das war auch noch nicht ausgeraubt. So, okay. So, jetzt speichern wir erstmal. Ganz kurz speichern. Yes. Schau ich das kleine. Kann ich eigentlich auch gegen Leute sowas einsetzen? Ich will einfach mal gegen das Mädchen hier. Hallo Mädchen. Na. Dieses Ziel kannst du nicht angreifen. Schade. Und die Wachen nicht. Oh, nee, Scheiße. Wait, hatte gerade. Ah, es sind zu viele. Ich hab's gerade kurz überlegt. Greift die jetzt an. Aber lieber nicht. So, da vorne war eine. Scheiße. Da ist eine Wegmarkierung. Sehr schön. Mit der müssten wir eigentlich ziemlich bequem. Nein, vorne. Ja, so. Ziemlich bequem zum Zurückreisen können. Ich schau mal. Da. Da können wir doch hier, da können wir doch perfekt hinreisen, oder? Ah, wunderbar. Sehr geil. Okay. Ja, ey, nochmal zurückreiten, das sind schon Distanzen. Also es geht noch, aber es ist schon recht lang. So. Da komme ich schon wieder zu uns einmal. Ich hole mein Pferd hier. Plötze. Wo ist Plötze? Pferd? Ah, da. Es erscheint wie aus dem Nichts, wie immer. Okay. Go, go, go. Alter. Es wird Zeit für eine neue Trophäe. Seht ihr ja links an meinem Pferd den Kopf vom Greifen? Da wird Zeit, dass da ein neuer Kopf hinkommt, oder? Der Kopf von diesem geilen Monster, das wir killen werden. Vielleicht ist sogar das Monster die Mutter. Wer weiß. Ja, wäre jetzt einfach mal so eine Theorie. Schmeiß jetzt einfach mal in den Raum.
Vielleicht stimmt's ja. Wer, also ich meine, die hatte diese brennenden Zeichen an den Händen, sind ja schon irgendwie schon creepy, also normal ist sie nicht. So, Baron, wo bist du denn? Wache, ey, die Wachen hier sind alle besoffen, die ganze Zeit, ohne Spaß. So. Da, jetzt bin ich wieder zurück. Ich höre. Womit kommst du zu mir? Spielen wir Gwent. Da. Ich habe Tamara dein Geschenk gegeben. Wie hat sie reagiert? Wohl nicht wunschgemäß. Sie hat die Puppe weggeworfen. Weggeworfen? Götter. Ich dachte, trotz allem. Oh. Was ist mit Anna? Da weiß ich noch nichts Genaues, aber ich bin ihr auf der Spur. Was hältst du dann, Maulaffenpfeil? Finde sie. Er könnte ein bisschen netter, könnte er eigentlich schon sprechen. So, warte mal. Hier echt durch so Häuser manövrieren, finde ich mit Controller irgendwie immer schwer. Ich weiß auch nicht, ich bin einfach echt ein Noob mit Controllern. Geht's hier eigentlich wieder raus? Da, ne? Okay. So, wo muss ich jetzt schon wieder hin? Untersuche alle verbleibenden Spuren in Velen und finde die Frau des Barons. In Velen. Untersuche alle verbleibenden Spuren in Velen. Moment. Ist das hier nicht Velen? Wo wir hier gerade sind. Wähle Niemandsland, steht hier zumindest. Ah ne, ist die Mission, die markiert ist. Aber, ich schaue gerade, wo die Quest sein soll. Weil, haben wir vielleicht in ihrem Haus, in ihrem Zimmer noch was übersehen? Weil ich sehe jetzt hier ehrlich gesagt auch keine Familienangelegenheiten. Ist das in dem Haus noch? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, muss ich gestehen. Oben gibt es so Filter. Wie kann ich die denn durchgehen, die Filter? Charakter, Quest. Wir können übrigens auch skillen, ne? Wir können unseren Typen noch skillen, habe ich ganz vergessen. Wir haben. Das habe ich echt voll vergessen. Wähle Filter Mutagene aus. Okay. Ja. Da haben wir Mutagen. 50 Vitalität. Wie viel haben wir denn gerade? Alles fucking awesome, oder? Okay. Sowohl Mutagene als auch Fertigkeiten sind mit Farben markiert. Platziere Mutagen auf einem Feld mit mindestens einer Fertigkeit der gleichen Farbe, um den Bonus zu erhöhen. Mhm. Aha. Okay. Abgefahren. Mehr können wir nicht leveln. Hier können doch bestimmt noch einen Punkt. Warte, was haben wir hier für Sachen? Erhöht den Schaden bei schnellen Angriffen um 5%. Schwere Angriffe. Parieren werden Pfeile abgelenkt. Das ist ziemlich geil eigentlich. Nehmen wir das mal. Können wir nicht machen, ne? Fähigkeit erwerben. Doch, kann ich. Wie viele kann ich denn noch erwerben? Ehrlich gesagt weiß ich gerade gar nicht, was ich hier überhaupt... Was ich hier mache. Warte. Aktiviert das. The fuck? Okay, was ist das hier? Ein Ziel mit einer Armbrust wird die Zeit zusätzlich um 15% verlangsamt. Wenn Schaden erlitten wird, ist der Adrenalinverlust um 20% verringert. Mit was zahle ich denn? Kann ich da unendlich viel machen, oder? Nee, jetzt kann ich nichts mehr auswählen, okay. Ey, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt gerade sehen kann, wie viel ich skillen kann, aber egal. So. Habe ich das hier richtig gemacht? Ich weiß nicht. Ich hoffe, ich habe das richtig gemacht. Ich kann Fähigkeiten sogar verbessern, so ein Scheiß. Schreibt mir in die Kommentare, wenn da was falsch ist. Ich bin mir da echt nicht sicher. So, wo waren wir jetzt eigentlich? Die Quest, genau. In Velen. Untersuche alle verbleibenden Spuren in Velen und finde die Frau des Barons. Leute, ich habe jetzt gerade mal ein bisschen recherchiert, mal kurz geschaut, weil, wie gesagt, wir haben keine Questmarkierung, jetzt schon. Denn ich habe eine andere Quest ausgewählt. Ich habe jetzt die Quest Hexenjagd ausgewählt. Findet die Hexe auf eigene Faust oder befragen die Bewohner Mittelhains nach ihr. Warum? Ganz einfach. Es gibt aktuell wirklich keine Möglichkeit, diese Hauptquest weiterzumachen, soweit ich das gelesen habe, ohne davor weitere andere Quests zu erledigen. Und so kommt man dann irgendwie über Umstände, an Hinweise zur Frau. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen doof geregelt finde, aber okay. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge bei einer neuen Quest Hexenjagd. Und dann schauen wir mal, ob wir dann vielleicht da Infos zur Frau finden oder keine Ahnung, was da passieren wird. Wir sehen es dann. Ciao, bis morgen.